Hallo liebe Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Slipperclips. Wir haben jetzt gerade eben Fische fischen geschafft. Aber weiter mit ganz viel Herz. Mal gucken, was uns hier erwartet. Da haben wir ein Herz, da oben auch. Dort auch. Achso, und die Herzchen bräuchte sie. Das bedeutet, wir müssen wieder ein... Sie an, die können wir wegplätschen lassen. Wir müssen wieder einen zurechtschneiden als Zahnrad. So, den machen wir mal tiefer. Zack. 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 Andere Seite auch. So, einmal drehen. Und zack. Vielleicht reicht das schon aus. Ja. Erste Herzchen könnte sie bekommen. Dreh weiter. Das erste hat sie. Mal eben drunter. So. Jetzt müssen wir die da oben hochschieben. Oh. So. Die beiden haben wir schon mal dort. Wir noch mal gucken, was passiert, wenn wir sie drehen. So, so streng weiter. Streng weiter. So, jetzt brauchen wir nur noch das letzte. Das kriegen wir, glaube ich, nur, wenn wir da oben einmal hochklettern. Und das mal eben runterschieben. So. Jetzt komm. Komm. Ja, wir sind doch zu faul, um nochmal zuzuschneiden. Komm schon. Ach. So. Nein! Gut, ich will ihn, glaube ich, zuschneiden. Machen wir mal so, so, so. Vielleicht klappt das schon. Mal eben drehen, so. Damit er da drauf springen kann. Drehen wir das hier einmal. Ja, komm schon. Ach. Aha. So. Los, rein da. Komm schon. Es ist irgendwie verkeilt. So, da ist es. Komm wieder zurück. Oh. Nein. Ja. Und. Oh. Jetzt aber. Da ist es. Und jetzt drehen wir wieder. Drehen, 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 drehen. Und wir haben alle Herzchen. Jawohl. Da freut sich wer. Und dann gehen wir ins Schlüsselerlebnis. Das klingt seltsam.
So, wir brauchen da oben einen Schlüssel und da brauchen wir einen Schlüssel. Oh. Ja. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir das machen. Wir machen das am besten so. Oh, wir schneiden den einmal hier zu und dort. Hier und dort. So, dann drehen wir ihn so. Und sie drehen wir auch so. So. Schneiden wir so ein Stück raus. Dann müssten wir den Schlüssel fangen können, glaube ich. Haha, das sind wir gut. So, jetzt brauchen wir erstmal die Seite des Schlüssels. Jawohl! So, jetzt wäre es nicht schlecht, wenn wir den anderen Schlüssel auch noch hätten. Hm. Ah, da benutzen wir ihn mal eben. So. Und da legen wir den Schlüssel drauf ab. So. Irgendwie. Ja. Oh! Nein! Oh, verdammt. So bleiben. Ah, einmal gegenstupsen. Jetzt nehmen wir den mit. Ja. Und kippen, kippen, kippen. Kippen. Ja. Mit Trick, aber wir haben es geschafft. Wir haben es wirklich geschafft. Sehr schön. Robbel Schlüssel auch nicht mehr. Ah, du böser Schlüssel, du mieser Schlüssel. Schlüssel dir doch ein. Und auch den Level haben wir geschafft. Das bedeutet, wir kommen Parkour-Prinzessin starten. Okay. Dann machen wir den Parkour-Prinzessin. Erstmal hier schnipp, 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 schnipp. Jetzt können wir die Prinzessin quasi dorthin laufen lassen. Jawohl. Oh, da ist ein Bösewicht. Achso, das ist zum Neustarten. Ich gehe davon aus, dass dort und dort ein Diamant ist. So. Da ist ein Diamant, ja. Oh! Nein, da kommt die Prinzessin holen! Oh. Fiesling! Den lassen wir jetzt hier mal weg. So, komm hier. Ja, dann nicht. So, dann machen wir das so. Muck ist cool. Ah, nicht. Mann. Ja. So. Vielleicht schafft sie das ja mit der kleinen Stufe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Oh. Ja, das sieht noch ganz gut aus. So, jetzt müssen wir aber eben die Schalter da oben drücken.
Machen wir das einfach mal so. Kommt so zwar immer nur ein Stück voran, aber das macht ja nichts. Oh, die fällt da durch. Wie mies. Oh, hoffentlich rennt der jetzt weg. So, verschwinde. Ah, ein bisschen höher. Ein bisschen höher. Nur ein ganz dick. Jetzt müsste er doch weggehen, oder? Aber wir müssen ja alle Herzchen mit ihr kriegen. So. Machen wir den mal tiefer. So. Alle Herzchen, sag ich schon, alle Diamanten. So. Also da runter. Eben wieder. So, wieder bücken. So, vielleicht klappt das. Schauen wir doch mal. Das hier hauen. Jawohl, bisher schon. Na, weiterlaufen. Prinzessin, lauf weiter. So, jetzt drehen wir den mal richtig rum. So. Jawohl. Auch den Parcours haben wir geschafft. So. Hier ist ein Diamant. Hier oben und dann hier unten. Wie machen wir das am besten? Also den brauchen wir komplett nicht, den Typen hier. So, der stirbt jetzt durchgehend. Den wollen wir auch fehlleiten. Was? So, ja, mal gucken. Unten. Da müssen wir von oben runterkommen. So. Oh, bisschen höher drehen. Lassen wir ihn schräg hochlaufen. Wieder da schräg hochlaufen. Dann kann man das so machen, dass es hier unten weitergeht. So. Genau. Das läuft da lang. Oh, da will er nicht runter. Ah, das ist ihn nicht. Weit genug. Jetzt läuft er da runter. Und jetzt läuft er da in die Ecke. So. Jetzt
jetzt machen wir es ihm mal ein bisschen angenehmer, dass er da auch mit durch kann. So, das müssen wir jetzt mal eben ein bisschen durchschnibbeln. So. Ja. So ist gut. So, jetzt können wir da ein bisschen mehr reinschnibbeln. Kleines Podest, nicht zu weit runter. So. So einen kleinen Tunnel. Ah, der hängt da noch oben an der Ecke. Noch so, wenn er gleich wiederkommt. Hihi, die freut sich schon. Aha, wenn er jetzt gleich kommt, da. Oh, da kann er noch rüber. Dann soll er nochmal kommen. So, jetzt traut er sich nicht mehr. Gut, jetzt können wir für die Prinzessin da oben noch eben den Weg freischneiden. Oh. Ich hoffe, das stört sie relativ wenig. So. Jetzt drehen wir da oben mal. Lauf, 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 lauf. Lauf, Prinzessin, lauf. Lauf, lauf. So. Oh, stopp. Andere Richtung. Oh, kommst du nicht durch? So, jetzt sollte sie aber da durchkommen. Ne, immer noch nicht. So, jetzt aber. So. Und jetzt können wir sie von der anderen Seite wieder kommen lassen. So. Nein, nicht in die Richtung. Jawohl, und wir haben auch den Diamanten eingesammelt. Sehr schön. Damit hat sich das auch mit diesem Diamanten erledigt. Und wir haben wieder komplett was Neues freigestellt. Und zwar die schwierigen Teile hier. Volle Form 4. Fische fischen. Da können wir dann auch bald weiter. Also bis hierher danke ich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Snipperclips. Ciao!